So. Heute gehe ich mit Rotzi einen Baum fällen. Ich bin voller Kälte. Ja, wir fällen heute einen Baum. Wir wollten mal zeigen, wie wir so unser Holz machen für den Kamin. Und hast du mich jetzt Rotzi genannt? Das passt gerade so schön, Hase. Wir haben jetzt hier eine schöne Eiche. Die liegt, die ist gekippt durch den Sturm. Und die liegt oben mit der Krone, in der anderen Krone drin. Und ja, die muss jetzt hier raus. Das heißt, die wird nicht fallen. Da bringt uns kein Keilschnitt oder sonst irgendwas, weil die wird einfach nicht fallen. Die muss ich jetzt irgendwie durchmachen und dann müssen wir den Rest mit der Seilwinde machen. So, das mache ich jetzt mal. Habt ihr den Plumps gesehen? So, die ist jetzt los. Zeig nochmal. Die liegt jetzt im Prinzip auf dem Stamm, ist aber nicht mehr verbunden. Und jetzt geht mein Schnuffi den ganzen Weg wieder runter und dann versuchen wir, die hier runter zu ziehen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Na, das hat ja super funktioniert. Jetzt liegt er noch beschissener wie vorher. Jetzt liegt er steckt im Dreck hinter ein paar anderen Wurzeln und ihn da rauszukriegen ist noch schwieriger. Scheiße. Zieh noch mal, wir gucken, was passiert. Aber langsam. Weiter? Ah, das Auto geht zum Baum, anstatt der Baum zum Auto. Das ist ja toll. Eigentlich sollte es genau umgekehrt sein. Der Baum zum Auto und nicht das Auto zum Baum. Ich habe jetzt hier in den Baum einen Keil geschnitten. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn wir jetzt ziehen, dass der hier bricht und der Stumpf dann da landet. Da. Das wäre sehr schön. Schnuffi, du musst Seilwinde ziehen. Hä? Der Stumpf oder der Stamm? Nee, der Stamm. Okay. Der sollte dann da landen. Habe ich die große Hoffnung. Was soll ich sagen? Obwohl alle vier Räder gesperrt sind, zieht sich der Wagen auf dem Schnee zum Baum. Ich glaube, da hilft nur noch rohe Gewalt. Also, Marion in das Auto und einmal richtig nach hinten gefahren. Da ist er. Und jetzt ziehen wir den nach unten. Die Bäume, die wir so aus dem Wald holen, sind meistens Sturmschäden und schwer erreichbar. Ich kenne da so den einen oder anderen, der ruft mich dann an und sagt, hey, das lohnt sich für uns nicht, zu viel Arbeit. Markus, den Baum kannst du haben, aber hol ihn bitte aus dem Wald. So haben beide was davon. Ich habe Holz und die Jungs nicht so viel Arbeit für Holz, wo sie fast nicht rankommen. Die Kettensäge, mit der ich da arbeite, ist eine McCulloch oder McCulloch-in. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ist auch scheißegal. Letztendlich ist es ein Husqvarna. Das ist das, was drin steckt. Und diese Kettensäge ist sehr leicht, auch wenn sie nicht so stark ist wie eine Steel. Aber mir ist es wichtig, dass ich solche Arbeiten mit einer leichten Kettensäge mache, weil das geht schon bei meiner Größe ganz schön in den Rücken. Es ist ein anderer Tag und den einen Baum haben wir schon klein gemacht und verarbeitet.
Hier liegt eine Eichenkrone und da oben liegt der Rest des Baumes. Eine schöne, fette Eiche. Die muss hier komplett raus und ich fange heute an, die Krone wegzuschneiden. Es sei natürlich noch erwähnt, dass man für solche Arbeiten im Wald alle nötigen Kettensägenscheine haben muss. Und natürlich habe ich die mal gemacht. Das waren 2 Wochenenden und dann darf man sogar gewerblich Holz schneiden oder kleine Bäume fällen. Die Kettensäge, die ich da benutze, ist eine Makita. Die hat den Vorteil, die ist sowas von leicht. Ich glaube 1,6 Kilo und das ist für solche Arbeiten einfach optimal. Jetzt ist mir warm. Die Krone ist weg. Die liegt da unten, zum Teil, ein bisschen liegt hier oben noch auf dem Hang, da hinten Vase, alles weg. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nur noch aufladen. Ich habe deswegen hier so Meterstücke geschnitten, weil das schneide ich alles zu Hause mit der Wippsäge, weil das schont die Ketten und geht auch schneller. So, jetzt lade ich mal ein. Der Ram gibt mal wieder alles. Das ist der Grund, warum wir uns für einen dicken, fetten Ami entschieden haben. Die Karre hält einfach nichts auf. Der Ram hat jetzt gerade eine Ladung 700, 800, 900 Kilo hinten auf der Ladefläche. Das ist tiefer Schlamm und da muss er einfach durch. Boah, ist das hell. Mensch, die Sonne scheint, blauer Himmel. Herrlich, das macht mega Spaß mit dem Holz. Ich bin jetzt auf dem Hof angekommen. Hier ist der Pickup. Hier ist noch der Anhänger. Da haben wir letzte Woche schon Holz gemacht. Wir sind nur noch nicht dazu gekommen, das weiter zu verarbeiten. Und hier habe ich jetzt eine Wippsäge. Ein ganz tolles Teil. Da legt man das Stück Holz drauf. Da ist ein Kreissägeblatt drin. Und dann schneidet die das Holz durch. Danach gibt es solche Scheite oder kleine Baumstämme, die ich dann hier mit diesem 12 Tonnen Spalter spalte. Das ist der Hodi. Der Hodi. Wir haben den nächsten Tag. Und heute kümmern wir uns um den Rest der Eiche. Und da habe ich ein spezielles Gerät mitgebracht. Eine Kettensäge einer besonderen Art, eine 461, ist sie zu stark, bist du zu schwach. Holz ist jetzt ganz von alleine, ohne unser Zutun, diesen Hang runtergerollt.
Und Vorsicht, Reife! So, und Marion zeigt jetzt mal. Zeigt gar nicht, die macht einfach. Ja! Und das nächste. Nochmal. Komm, zeig's den ganzen Weicheierkerlen, wie das geht. Das ist übrigens eine Eiche. Und die ist nicht so leicht zu spalten. Ja! Ich kann das. Ich kann das. Hör mal, es gibt Leute, die können ihr Motorrad nicht aufheben. Herrlich. Ich trage den Markus auch mal abends ins Bett. Ja, genau. Die Treppen hoch. Das ist auch eine Art, sich fit zu halten, ne? Ja. Good Games. Ja. Oh, das will ich. Nimm den Rand. Nein. Nein. Warte. Es knistert schon. Ja. Der Pickup ist jetzt einmal voll. So sieht er aus. Jetzt fahren wir den weg. Marion hat alles aufgeladen. Ich habe wie immer nur blöd rumgestanden und habe Anweisungen gegeben. Das kann ich nämlich am besten. Jetzt geht es mit dem Elch erstmal zum Hof, einmal leer machen. Wieder geht es schön durch diese Schlammpassage. Wieder sind, was weiß ich, 800 Kilo hinten auf der Ladefläche. Schön rechts oben zu sehen noch Kratzer aus unserer Balkantour, die ihr euch natürlich auch anschauen könnt, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Marion ist mal wieder nicht aufzuhalten und gibt Vollgas. Hallo Schnupfi! Hallo Harry! Da bin ich wieder. Diesmal an einer etwas anderen Stelle, weil hier ist der Weg kürzer mit dem Holz in das Auto. Ich dachte, du hättest schon alles klein gemacht. Ich wollte auch noch was lassen haben. Ah, okay. Das hier ist der Überzeuger. Yeah. Letztes Mal geht es für heute auf den Hof, ausladen und Holz weiterverarbeiten. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Da ist das ganze Holz, was wir jetzt so geholt haben in den letzten paar Tagen. Und das hier ist die Rippsäge. Die schmeiße ich jetzt mal an. Und da werden die langen Stücke weiterverarbeitet. Hier haben wir jetzt unseren 12-Tonnen-Spalter. Vielleicht kommst du bei der ja ran. Den habe ich nämlich selber gebaut, einen Kreuzspalter. Da habe ich ein Stück von der Axt dran geschweißt und hier an der anderen Seite habe ich auch was dran gebastelt. So habe ich einen Kreuzspalter, das heißt, er macht mir direkt vier Teile. So, teile ich mal. Wie ihr seht, kann man das Ding einhändig bedienen. Das habe ich extra umgebaut. Dann kommt das hier in die Schubkarre. Nimmt sich das nächste Stück. Jedes Stück Holz geht mehrfach durch unsere Hände.
Es macht wirklich schon beim Verarbeiten warm, das kann man sagen. Jeden Winter machen wir das. Wir würden niemals Holz kaufen, was irgendwie tausende von Kilometern um die halbe Welt transportiert wurde, um dann in unserem Kamin zu landen. Das ist einfach Blödsinn und nicht umweltgerecht. Zudem tut uns die Bewegung echt gut. Ich will ja weiterhin mein Motorrad auch selber aufheben können, ohne da den ADAC anrufen zu müssen. Im nächsten Video geht es endlich mal wieder ums Motorradfahren. Hey, es ist Februar, der 8. und ich eröffne für mich die Motorradsaison. Es geht zum Elefantentreff, zum Nürburgring, eine Runde Arsch abfrieren. Ich freue mich.